Wir sind ein Reaper mit der neuen Tasche. Einen Hammer haben wir gefunden. Eine Banane haben wir gefunden. Hier ist noch ein Whetstone. Wir lassen ihn mal liegen. Piggy. Wir hauen erstmal den Hammer hier rein. Bap. Banane mit rein. Bunch of Coins können wir bauen. Dann lassen wir den draußen, oder? Eine Tasche und eine Rüstung. Ja, cool. Kriegen wir das noch rein? Irgendwie? Nee, ne? Zwei. So ist gut. Schaut ganz solide aus für den Start. Dann bauen wir mal einen Hammer. Guter Stun. Guter Stun. Und Bong. Ja, der Hammer ist nice am Anfang. Bap, 5 Gold. Bumm. Du kommst mit, du kommst mit. Kartendeck können wir theoretisch auch mitnehmen. Rein theoretisch. Und dann mal gucken. Rüstung wollen wir mitnehmen. Ich habe halt keinen Platz für die Karten aktuell, ne? Lass mal liegen, eine Runde. Ein Dolch. Super. Ich glaube, wir werden so bleiben, wie wir sind. Ich werde hier mal nichts swappen. Wir haben halt die Rüstung, die ist schon mal sehr nice. Der Hammer kann gut die Piggies immer kaputt hauen. Ne, die werde ich mal mitnehmen. Guter Stun. Wunderbar. Bong. Oh, gemisst. Rip me. Guter Stun. Leute, der Hammer im Early Game, den zu finden, ist einfach immer ein Traum. Der carried einen so hart durch diese Runden durch. Durch die Early Runden. Guck mal, noch ein Piggy. Das Ding ist mit dem Hammer, mit dem Dolch, der muss in die große Tasche mit rein. Piggy wird kaputt gemacht. Brauchen wir Blaubeeren? Bin immer überlegen, ob wir Blaubeeren brauchen. Ich meine, die ist im Angebot, ne? Kann ich nichts falsch machen? Ich hätte auch gerne die Lampe, eigentlich. Nächste Runde holen wir die Lampe. Lamp of Coal. Und dann machen wir den Hammer ein bisschen stärker damit. Das Gute an der Lampe ist ja, dass ihr dadurch Accuracy auf dem Hammer bekommst. Naja, bekommt. Das ist mal ganz schön. Er kann nämlich treffen. Na, der hat ja eine sehr Ungenauigkeit, eine sehr hohe Ungenauigkeit. Und durch den Hammer, durch die Lampe wird die erhöht. Und das ist das Schöne daran. Oder ein kleiner Miss. Ein guter Stun. Dong. Ja, diese Rüstung, die wir haben, die ist insane. Dass wir die gefunden haben. Oh, wird knapp jetzt. Oh, knappes Ding. Ich glaube, hätte der Hammer da nicht getroffen, hätten wir, glaube ich, verloren. So, Ditten mit rein. Sehr gut. Brennende Kohle können wir bauen. Handschuh brauchen wir nicht. Karten der gleich auch nochmal liegen. Dann werden wir die Banane mal ein bisschen durchbuffen. Gut. Okay, bin ich eigentlich zufrieden, so wie wir aussehen gerade. Schon mal ein sehr, sehr guter Start. Jetzt einfach schon die Lampe gefunden. Na, der ist ja auf 75 Accuracy, deswegen trifft er oftmals nicht, aber die Lampe macht halt hoch. Ne, immer um 5% mehr. Und irgendwann hat dein Hammer dann 100%ige Genauigkeit und dann ist EGG. 85 ist er schon, 90. Schaden wird auch erhöht. Nochmal ein Bonus. Ich kann Kohle anzünden, nochmal ein Bonus. Alles Boni. Und gewonnen. Eine Shopkarte mitnehmen eigentlich nicht. Ne? Ich hätte gerne
glaube, ich hätte gerne noch. Einen weiteren Dolch. Wir brauchen eine Menge Dolche noch. Ich meine, einen Dolch bekommen wir ja durch durch unsere Klasse. Da kriegen wir einen Dolch, aber Bon. Macht es Sinn, die Kohle da drin zu behalten? Ja, ne? War eine relativ geringe Chance, aber. Obwohl 12% ist sehr gering. Leute, wie stark ist denn mein Bild aktuell? Da ist auch einer. Sehr gut. Frage ist. Nice. Hier ist ein Ei. Das will ich auf jeden Fall haben. Ich würde gerne noch die Tasche mitnehmen. Okay. Wir haben wie viel Heat? 2 haben wir. Und dann die Chance auf Heat. Oh. Das Schild könnte böse sein. Gegner. Guter Schaden. Na, haben wir halt wenig Stamina gerade, ne? Könnte sein. Oh, der Stun war wichtig. Nice. Cool. Da haben wir schon mal ein Giftdolch. Also den will ich direkt ausbrüten. Das ist jetzt eine super dicke Investition. Die auch ein bisschen wehtut, aber ich würde gerne den Stone Armor bauen. Das Problem ist, der Stein Armor, da haben wir mehr Stamina-Kosten. Ne? Was nicht so geil ist. Wir bauen ihn mal nicht. Aber wir nehmen es trotzdem mit, weil der kann sich aktivieren durch die Rüstung. Right? Das heißt, wenn wir anfangen, direkt, bam, 75 Rüstung oben drauf. Was schon sehr nice ist. Banane kann dann, während wir die Rüstung haben, wieder ein bisschen gegenhealen. Ja, das passt ganz gut. Und theoretisch können wir jetzt sogar das Kartendeck suchen. Das wäre nice. Leute, mein Bild ist ja gerade unglaublich stark. Holy. Hexblade. Noch ein Dolch. Junge, Junge. So, jetzt müssen wir mal umgucken. Wir müssen nämlich den Hammer einen hochschieben. Der muss so hin. Wir lassen es mal so, das ist okay. Okay, wir brauchen leider die Rüstung rein. Die Banane soll ja die anderen Früchte mit dabei haben. Richtig. Hey. Stone Armor will ich nicht bauen. Bauen wir vielleicht später. Mal sehen. Ein Froggo. Warum einen Frosch haben? Nee, ne? Brauchen wir nicht. Dark Potion. Tasche eingepackt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Kartendeck finden. Hallo Tenchi, mir geht's super. Vielen Dank. Ein ganz dringend Kartendeck. Leute, wir haben einfach 4 Dolche schon, ne? Hallo Esel. Wunderschön. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Kohle finden, wäre GG. Das Geile ist halt, dass die Dolche, dass, wenn ich Preußendolche habe, die das hier buffen. Also pro Debuff haben meine Waffen mehr Crit-Rating und Co.
Ah, ich finde so viele. Oh, die nehme ich mit. Ich finde so viele Taschen, die nehme ich auch alle mit. Ich bin zwar nicht wirklich stärker geworden jetzt, aber ich denke, wir sind stark genug. Eigentlich müsste ich das auch anders drehen. Wer sollte mit der HC anfangen? Nee. Das wird noch ein bisschen dauern, wenn ich HC spiele. Wenn überhaupt, wenn ich irgendwie in Rita WoW keine Lust mehr habe oder so. Mal sehen. Vielleicht einen Monat oder zwei. Mal sehen. Okay. Der Dragon wird jetzt auch gebufft durch den Dagger. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Giftdolche. Das wäre wichtig. Oh, knappe Runde. Schnelle Runde, aber knappe Runde. Da war schon ganz gut, ne? Wir brauchen... Ich kann doch einen Blutdolch bauen, aber ich glaube, wir bleiben bei Giftdolchen. Wenn wir Gift finden. Da ist ein Kartendeck. Na gut. Ein Helm. Hm. Stoneham ist sehr gut, den bauen wir mal. Mein Problem wird sein, wenn wir den großen Drachen haben, wir brauchen für den, glaube ich, 15 Heat oder so, ne? Wir müssen irgendwie auf Heat kommen. Das heißt, wir brauchen mehr Eier, mehr Karten, Glurak-Karten oder sowas. Weil der große, also der Chonka wäre schon super. Okay, wir haben bisher keine Runde verloren. Uli. Ui. Ja, das Problem mit dem Geist ist es, wir haben keine Buffs. Ich kann den Geist legit nicht spielen. Den kannst du spielen, wenn du eine Menge Buffs hast. Wir haben nicht einen Buff. Das ist mein Problem. Ah, ich kann nicht. Ich kann eine Tasche für drei nicht liegen lassen. Das geht nicht. Die nehmen wir auf jeden Fall mit für Dark Items. Da kein Dark Item, ne? Für die Buffs auf den Gegner. Okay, wir hätten ihn mitnehmen können mit Wolpertinger zusammen. RIP. Ich glaube, wäre doch gut gewesen, hätten wir Wolpertinger mitgespielt. Wäre das fein. Leute, mein Bild ist so stark. Ich check's nicht. Waren wir einfach nur so giga lucky, oder? Hm. Na gut, jetzt brauche ich auf jeden Fall keinen Platz mehr. Ich lasse mal liegen, oder? Random Debuff inflikten. Das Problem ist, wir haben keine Dark Items. Ich glaube, die rentiert sich nicht. Ein Glurak? Ne, wir wollen... Nein, wir wollen Glurak. Oh, wieder eine. Na gut. Eine Kohle. Die nehmen wir auf jeden Fall. Und die kommen wir hier rüber. Ich werde eigentlich nichts mehr kaufen, aber da haben wir zu viele gefunden. Na, wir finden auch der Glurak, damit wir den hier ausbauen können. Den Rubinwelben. Right. Das wäre ganz super. Viel resistet, sehr gut. Das Gute ist halt, wir haben wirklich ein Burst-Build mit eigener Defensive kombiniert. Wir haben so viele Defensive-Werte durch die Rüstung, durch die Stone-Cap. Ne? Und ihr seht, die Gegner fallen in Sekunden um. Brennende Kohle. Hm. Noch ein Ei. Sehr, sehr gut. Und der Glurak. Perfekt. Dann legen wir den Lümmel mal so, dass wir den bauen können. Der dicke Chonka. Er kommt. Oh Lord, he is coming. Den haben wir nämlich dann. Den Ruby Chonk. Na, aber da müssen wir dann, wie gesagt, das Heat stacken dafür.
Und das Gute ist mit dem Ruby-Chonk, der hat einen Stun dabei. Und das ist meine Idee. Wir haben eine Menge Dolche. Und stun den Gegner komplett aus dem Leben. Der wird mich vermöbeln. Ja. Healing-Bild ist ein böses Ding. Zack, da ist der Lümmel. Sieht lustig aus, ist aber sehr stark. Ich bin tatsächlich im Taschenplatz ziemlich voll. Problem mit dem Ruby-Chonk ist es leider, dass wir eine Menge Heat brauchen. Deswegen würde ich den noch mitnehmen. Na, gib nochmal zwei Heat dazu. Noch ein Dolch, noch ein Glurak. Okay, wir haben drei Drachen. Und noch ein Dolch. Hier. Wait, das ist ziemlich insane. Drei Drachen und ein Dolch noch dazu. Die müssen wir alle irgendwie reinbekommen, ne? Das Problem ist, wir müssen die super lange ausbrüten. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Okay, wir haben 12 Feet erreicht. Jetzt darf der Lümmel reinbören. Oh oh. Ich glaube, die Gegner werden zu stark. Zack. Nächster Chonk. Vier Runden noch. Wir können den hier auf jeden Fall noch ausbrüten. Kannst du machen, Deji. Ja. Wenn es eine solide Frage ist und nicht irgendwie, soll ich die Waffe oder die Waffe spielen. Na, wir kriegen auf jeden Fall Heat hoch. 15 Heat, das passt. Das Gute ist, wir sind jetzt nicht mehr abhängig vom Stamina. Das ist ganz schön. Aber der Schaden fehlt noch so ein bisschen, ne? Das Gefühl. Oh oh. Na, man muss aber auch sagen, Stuff of Fire ist halt auch böse. Warum nicht? Bauen wir mal so einen Frostdrachen noch mit. Das Ding ist mit dem Frostdrachen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der bei mir Sinn macht. Obwohl doch, wir haben ja genug Debuffs. Und Debuffs sind ja gut für uns. Ne? Eigentlich. Cosmetic im Angebot, why not? Und usually wollen wir den Chonk auch schnell machen. Aber wir müssen jetzt einmal den Chonker umbauen. Der will nämlich, der hat drei Slots, richtig? Eigentlich will der so. Hier ist er sehr gut drin. Dann nehmen wir den Dolch. Problem ist, der Dolch würde 2. Machen wir den so. Das passt. Kleine Rüstung. Das Ei. Nächsten Drachen. Mal dahin. Der wird geheatet. Die Karten wollen wir mal so legen. Oh oh. Perfekt. 2. Ja, den muss ich auf jeden Fall noch bauen, ne? Den Trank. Machen wir das so. Ich denke, so ist fein. Ich habe jetzt den Stern weggeworfen. Weil wir brauchen sowieso kein Stamina. Richtig, mein Hammer ist ja nicht mehr das Ausschlaggebende. Guck mal, mein Schaden. Holy. Wo sollen meine Drachen? Cool. Schöner Drache. Sehr gut aus. Und ich denke, können wir die Drachen durchbuffen? Kann mal gucken. Noch ein Glurak, perfekt.
Also, Wolpertinger könnten wir mit reinnehmen, aber ich denke, den brauchen wir nicht. Und diese eine Prismatic hier, ne? Kriegen wir den hier noch rein? Nee, ne? Ja, wäre der so. Ah, das wär böse. Wäre das böse? 5, 6. Ich glaube, das ist es wert, ehrlich gesagt. Ich glaube, noch ein Poison Dagger wäre es wert. Wir haben ja noch zwei Runden. Na. Jo, was hat der denn für eine coole Flaschending gebaut? Bad. Oh no, der hat einen Time Delader. Also für diese Runde war es schlecht, aber ich glaube, insgesamt war es gut, dass wir den Dolch gebaut haben. Weil ihr müsst überlegen, ihr seht die Poison, die auf den Gegner hochstacken. Na. Und damit kriegt das hier alles Crit Rating und Blast. Und was wir gleich machen, wir werden gleich schön die Drachen da reinlegen. Nächste Runde. Damit die Drachen dann schönes Crit-Rating bekommen. Ja, ihr seht den Schaden, der ist wirklich sehr solide. Ah, da waren seine Tränke. Oh. Ja, keine Chance. Die Tränke waren zu broken. So. Da machen wir jetzt noch eine sehr solide Runde hier. Zack. Wir wollen der Dolch. Kann sehr gut so hin. Darf das mal runter ein Stück? Also, Dragon Number 1. Bam. Dragon Number 2. Dragon Number 3. In die Mitte kann auch ein Dolch rein. Oder ein Hammer vielleicht. Das sieht doch gut aus. Die Dolche sind ziemlich egal. Die werden sich so oder so aktivieren, wenn sie... Wenn der Gegner gestunt wird. Die kommen mal hier hin. Rüstung. Prismatic Orb. Ja, ist ziemlich whatever, das Ding. Kartendeck kann raus. Und hier rein. Die Flammen sollen weiterhin auf dem Hammer sein. Okay, was tun wir noch mit rein? Ein Helm, maybe? Warum nicht? Noch eine Fackel. Die ist eigentlich gut. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Bild. Alter, das ist wild. Drei fette Drachen. Und der Drache macht ja auch noch einen Debuff auf den Gegner drauf, richtig? Oh no. Ein Jerry. Wir haben verloren. Ich glaube nicht, dass wir den Daumen bekommen. Ich glaube tatsächlich nicht. Der nimmt sich so viele Buffs runter. So viele Debuffs runter. Obwohl, es sieht gut aus. Wait a minute. Okay, meine Drachen sind zu stark, Leute. Ich habe nichts gesagt. Meine Drachen waren einfach zu böse. Die Chonk haben gut reingechonkt. GG's.